Hast du in letzter Zeit einen guten Horrorfilm gesehen? Wenn du ein Fan davon bist, dann weißt du einen guten Plot zu schätzen. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass Mutter Natur die beste Drehbuchautorin überhaupt ist? Antike Katastrophen waren furchteinflößender als jeder Horrorfilm heute. Von Tsunamis bis zu Vulkanausbrüchen, die Dimension dieser Ereignisse wird dich schockieren. Eine Naturkatastrophe, die man definitiv nicht erleben möchte, ist ein Tsunami. Diese gigantischen Wasserwände fegen über die Küste hinweg und nehmen alles auf ihrem Weg mit. Und das ist nichts Neues für unseren Planeten. Wissenschaftler konnten anhand von Beweisen, die große Tsunamis hinterlassen haben, eine Zeitlinie erstellen. Im Norden Chiles sitzt ein großer Felsbrocken hoch über dem Pazifischen Ozean. Dahinter erstreckt sich eine Wüste, soweit das Auge reicht. Die Atacama-Wüste. Dieser 44 Tonnen schwere Stein gehört offensichtlich nicht hierher. Er ist das Ergebnis eines alten Tsunamis. Wellen, so hoch wie ein sechsstöckiges Gebäude, 20 Meter, trugen Felsbrocken wie Kieselsteine. Forscher schätzen, dass dies im Jahr 1420 geschah. Aber wie können Sie das möglicherweise wissen? Im 15. Jahrhundert gab es in der Region keine schriftlichen Aufzeichnungen. Zeit für etwas Detektivarbeit. Archäologen entdeckten, dass zur gleichen Zeit ein Tsunami in Japan auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans stattfand. Der Boden vor der Küste Chiles bebte. So entstand der Tsunami. Dann reißt die Welle fast 2/5 des Erdumfangs. Das ist ein unermüdlicher Tsunami. Doch das war kein einmaliges Ereignis. Beweise deuten darauf hin, dass ein ähnliches Ereignis vor 3800 Jahren geschah. Die alten Menschen verließen ihre Küstendörfer zu dieser Zeit. Sie zogen ins Landesinnere. Wie wussten sie, dass es Zeit war zu gehen? Es gibt Hinweise auf Erosion durch starke Strömungen. Eindeutige Zeichen eines antiken Tsunamis. Wie sie aus Schulbüchern wissen, besteht der von uns eingeatmete Luft zu 21% aus Sauerstoff. Doch Sauerstoff war nicht immer Teil der Erdatmosphäre. In der ersten Hälfte der Lebensdauer unseres Planeten fehlte Sauerstoff. Kohlendioxid und Methan waren damals angesagt. CO2 ist das, was unsere Getränke sprudeln lässt. Aber ist das andere Gas nicht gefährlich? Ja, denn Methan kann man nicht riechen. Und das ist der Grund, warum es vor Milliarden von Jahren kein Leben auf der Erde gab. Wie sind wir also von Methan zu Sauerstoff gekommen? Herein kamen die Cyanobakterien. Diese Mikrobengruppe begann sich vor etwa 2,7 Milliarden Jahren zu entwickeln. Diese winzigen Mikroben beherrschten die Photosynthese. Sie wandelten Sonnenlicht in Energie um. Und das Nebenprodukt dieses Prozesses war? Sie haben es erraten. Sauerstoff. Bald begann er, aus dem Wasser in die Atmosphäre zu entweichen. Dort reagierte er mit Methan und mit der Zeit ersetzte O2 es vollständig. Wissenschaftler nannten diesen Prozess das große Oxidationsereignis. Aber wie könnte es schlecht sein? Schließlich sind wir am Leben, dank ihm. Der ganze Sauerstoff wirkte wie ein Gift für anaerobe Organismen. Und nein, das sind keine Lebensformen, die kein Aerobic oder Pilates gemacht haben. Der Begriff bedeutet einfach, dass diese Mikroorganismen keinen Sauerstoff zum Wachsen brauchten. Zu viel Sauerstoff und sie wären erledigt. Und genau das ist passiert. Wissenschaftler sprachen von einem Sauerstoffüberschuss, der die Atmosphäre der Erde dauerhaft veränderte. Das Verschwinden der meisten anaeroben Organismen war ein frühes Beispiel für ein Aussterbeereignis. Ihnen gefiel die damalige Atmosphäre nicht und sie entschieden sich zurückzutreten. Aber sehen Sie es von der positiven Seite. Sie machten Platz für sauerstoffliebende Menschen, die ins Bild traten. Lass uns in die Türkei fahren. Nein, nicht zu den Küstenresorts, die Touristen im Sommer besuchen, sondern in die Region Anatolien im Südosten des Landes. Göbekli Tepe ist der älteste bekannte Tempel der Welt. Er stammt aus der neolithischen Periode, 900-500-8000 vor Christ. Wissenschaftler fanden hier eine Steinsäule, die von einer alten Katastrophe berichtet. Sie nehmen an, dass die Säule zum Gedenken errichtet wurde. Heute errichten Menschen immer noch ähnliche Strukturen, um ein wichtiges Ereignis oder eine Person zu markieren. Ein Beispiel dafür ist das Washington Memorial.
Es wurde zu Ehren des ersten amerikanischen Präsidenten George Washington erbaut. Aber der Pfeiler in der Türkei erinnert nicht an ein freudiges Ereignis. Wissenschaftler glauben, dass er eine verheerende Begebenheit darstellt: den Absturz eines Kometen auf die Erde. Das Ereignis muss zerstörerisch gewesen sein. Es gibt auch andere Zeichen auf dem Monument. Diese Symbole stimmen mit der Anordnung der Sterne am Nachthimmel für das Jahr 1950 v. Chr. Überein. Das Datum verblüffte die Forscher. Es entsprach ihrer früheren Untersuchung einer Eiskernprobe in Grönland. Diese zeigte, dass ein Kometenfragment zu dieser Zeit vor 13.000 Jahren auf unseren Planeten auftraf. Die archäologische Stätisse könnte leicht ein altes Observatorium gewesen sein. Und jeder, der daran arbeitete, beobachtete ein katastrophales Ereignis. Der Einschlag muss so stark gewesen sein, dass er die Rotationsachse der Erde veränderte. Das ist die imaginäre Achse, die unseren Planeten von oben nach unten durchquert. Dieser antike Komet muss wirklich stark gewesen sein, um den blauen Planeten Erde aus dem Gleichgewicht zu bringen. Haben Sie schon einmal von der Stadt Tal el-Hammam im Jordantal gehört? Der Grund, warum Ihre Antwort wahrscheinlich nein ist, liegt darin, dass es diese Stadt heute nicht mehr gibt. Sie verschwand um das Jahr 1655 v. Chr. Vollständig. Sie war eine der drei großen Städte in dieser Region des Nahen Ostens. Zusammen hatten diese drei Städte eine Bevölkerung von 5000 Menschen. Mehr als Palm Springs in Kalifornien heute. Zu ihrer Zeit war Tal el-Hammam eine Metropole. Sie hatte sogar Hochhäuser, fünfstöckige Gebäude, die aus Lehmziegeln erbaut wurden. Aber Archäologen fanden seltsame Markierungen an ihnen. Die Ziegel schmolzen, da sie hohen Temperaturen ausgesetzt waren. Ja, lösen Sie den Feueralarm aus. Irgendeine Art von Katastrophe hatte ein großes Feuer verursacht. Archäologische Funde deuteten auf einen Verdächtigen für solche Schäden hin. Ein Stein aus dem All. Wo war also der Krater? Dieser Komet oder Asteroid erreichte nie den Boden. Er bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit und desintegrierte, bevor er auf den Boden auftraf. Ein solches Ereignis wird als Luftexplosion bezeichnet. Die größte beobachtete Meteor-Luftexplosion ereignete sich 1908 über Tunguska im Norden Asiens. Wissenschaftler schätzten, dass die Luftexplosion in Tal el-Hammam 4 Kilometer über der Stadt stattfand. Dieses Ereignis setzte eine enorme Energie frei. Die Lufttemperatur stieg schnell auf 2000 Grad Celsius an. Das ist heiß genug, um Kleidung und Holz in einem Augenblick in Brand zu setzen. Lehmziegel und aus Metall gefertigte Werkzeuge beginnen zu schmelzen, wenn sie solcher Hitze ausgesetzt sind. Das würde die von Wissenschaftlern ausgegrabenen Beweise erklären. Doch es gab noch einen weiteren Fund: Salz. Das Ereignis war so gewaltig, dass es Salz in der Region um das Tote Meer verteilte. Jeder Landwirt wird Ihnen sagen, dass salziger Boden und Feldfrüchte nicht gut zusammenpassen. Die Menschen begannen, das Gebiet zu verlassen, da sie keine Nahrungsmittel anbauen konnten. Stellen Sie sich eine Insel mit weiß getünchten Dörfern vor, umgeben von einem saphirblauen Meer. Ein solcher Ort existiert tatsächlich. Es handelt sich um die Insel Santorin in Griechenland. Doch die Geschichte dieses Ortes birgt eine Geschichte der Zerstörung. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs. Das bedeutet, dass sie vor etwa 3000 Jahren durch einen gewaltigen Ausbruch entstanden ist. Heute gibt es zwei Inseln. Die größere, Santorin, Tira, ist hufeisenförmig. Wenn man sie von oben betrachtet, sehen die beiden Inseln aus, als würden sie einen Kreis bilden. Das liegt daran, dass sie einst eine einzige Insel waren. Es hatte einen großen Berg und war rund in der Form. Doch dann änderte sich alles fast über Nacht. Eine der größten vulkanischen Eruptionen in der Menschheitsgeschichte riss Santorini auseinander. Die Erde bebte, Tsunamis bildeten sich und Wolken aus Asche füllten den Himmel. Ein einschüchterndes Bild. Menschen spürten die Eruption hunderte Meilen entfernt. Als alles vorbei war, strömte Meerwasser in die Caldera des ehemaligen Vulkans.
Deshalb hat das Wasser in der Lagune eine so schöne Farbe. Wissenschaftler wissen so viel über die Vergangenheit von Santorini, dank eines ungewöhnlichen Helfers, einem Baum. Genauer gesagt, einem Wacholderbaum. Die Menschen verwenden sein aromatisches Holz für alles, von Möbeln bis hin zur Herstellung von Bleistiften. Auf der griechischen Insel offenbarten seine Ringe die Geschichte des antiken Ausbruchs. Ein Baum wächst nicht nur nach oben, er expandiert auch seitlich. Jede neue Schicht Rinde fügt dem Stamm einen Ring hinzu. Es dauert ein Jahr, bis sich ein Ring bildet. Und auf Santorini war ein Ring unnatürlich blass. Die Wissenschaftler machten die Berechnungen und voilà. Sie datierten den Ausbruch auf das Jahr 1560 v. Chr.